So, hier sind wir wieder beim Minish Cap. Im letzten Part wusste ich ja nicht so recht, wie man das hier machen soll. Und dann habe ich es mir einfach nochmal angeschaut. Also, ich habe wirklich nicht in den Lösung geguckt. Wir können den ja auch noch hier oben, wofür auch der zweite Block ist, ist mir dann aufgefallen. Wir machen das einfach zuerst so. Und dann so. Dann schieben wir noch den hier unten rüber. Ich habe ihn mir jetzt noch nicht geholt. Ich habe einfach mir mal nur im Kopf überlegt, wie ich es mir gedacht habe. Ich hoffe, es klappt so. Gut, dann den hier rüber. Und ja, genau. So wollte ich ihn eigentlich von Anfang an, von der Richtung wollte ich ihn von Anfang an rüberschieben, aber hab's am Anfang nicht gepeilt. Ach ja, ich und meine Fails. So. Geil. Damit haben wir schon einen großen Schlüssel. Okay, ich find's immer noch ziemlich komisch. Aber der Dungeon geht wahrscheinlich danach noch weiter, oder? Ach, Link, komm schon. So. Aber, das war's anscheinend schon mit Chibi-Rätseln. Na, ich habe mich darauf gefreut. Und die machen auch Spaß, finde ich. Weil wenn man die dann mal raus hat, dann kann man sich immer denken, ah ja, geil. Aber ich muss sagen, ich habe mich ganz schön doof angestellt. Naja. Ach ja, ich wollte meine Zusammenfassung fehlen noch. Im letzten Part haben wir die Schwimmflossen bekommen und haben uns in den Dungeon begeben. Aber, ach, jetzt machen wir einfach weiter. So, mal schauen. Kann sich hier wirklich schon der Boss verbergen? Natürlich nicht, oder? Das Element. Ja, sowas. Link, wir haben das Element gefunden. Aber leider ist es vom dicken Eis umschlossen. So kommen wir nicht dran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen? Ja, dadurch bräuchten wir blaues Feuer, oh mein Gott. Ach, da oben, okay, okay. Schalter, den müssen wir wahrscheinlich aktivieren. Und links ist hoch nochmal ein, oder? Ja. Natürlich alles schön symmetrisch hier. Ah, da, jetzt nimmt der Dungeon mal seine wahre Form an. Oh, oh, okay. Ich denke, ich weiß schon, was der Endboss ist, aber naja. Ich denke, das müssen wir wohl in Kauf nehmen, wenn wir das an das Fragment wollen. An das Element wollen. So, erstmal da lang. Huh. Ah, okay. Ah, die Dungeon-Karte. Ach, die Level sind so schön designt hier. Ach, das Spiel ist so cool. Naja. Ah, geiles Spiel. So, können wir schnell drunter durchtauchen. Link, schnell. Huh, das war knapp. Okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Da ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ja. Zum Glück habe ich einmal in der Höhle da zum Wasserfall hin. Seitdem habe ich mir das irgendwie angewöhnt, überall zu schauen. Erstmal da lang, würde ich sagen. Okay, ihr lasst mich mal in Ruhe. Hier geht's nach unten, nach unten. Da kommen wir von unten, okay. Halt, ja. Ah, wir haben ihn ja sogar schon ausgerüstet. Ja, komm her. So. Öffne die Schleusen. Und jetzt Arschbombe? Okay, Arschbombe! Oh, tot. Nein, natürlich nicht, okay. Ach, jetzt sind wir in diesem dritten Untergeschoss. Ach nein, ist immer noch, oder? Ja, immer noch das zweite. Boah, ist der Dungeon riesig. Oh, es ist cool. Ich liebe große Dungeons. Es gibt nichts, was ich lieber mag. Der Wegweiser ist auf dem Boden des Kruges verborgen. Auf dem Boden des Kruges, okay. Merken wir uns mal, was auch immer das bedeutet. Wegweiser ist auf dem Boden des Kruges. Da ist doch was da ist doch was versteckt drin, oder? Jawohl. Das sieht doch verdächtig aus. Das sah doch verdächtig aus. Gut. Ach, hier geht's nicht mehr weiter, oder? Na gut, dann eben nicht. So, dann wieder rauf. Und, also nicht vergessen, der Wegweiser ist am Boden. Wegweiser am Boden des Kruges verborgen. Ach, schön, genau. Stimmt ja. Und unter dem Wasserfall müssen wir ja mal schauen. Gut, links rum können wir auch noch. Haben wir noch nicht geschaut, aber. Ach, machen wir gleich hier die Tür auf, oder? Kannst dich vor Spannung nicht mehr aushalten. Oh, das? Ah, ich dachte wegen dem Boden hier. Hier ist was versteckt. Naja. Gut. Was verbirgt sich denn hier? Ach, okay. Das war das von links rum. Da sind wir ja richtig gegangen, automatisch. Können wir das so drauf? Ja, cool.
Dann macht's auch nichts, wenn wir mal ins Wasser fallen. Wo müssen wir denn jetzt? Ja, nehmen wir die einfach mal mit. Die werden, wir werden sie schon irgendwie brauchen. Hier? Nix. Ah, ach so, ach so. Jetzt verstehe ich. Wir hupfen jetzt mit der Seerose den Wasserfall runter und kommen dann zu dem Schalter, wo wir vorher nicht hochkommen, weil wir nicht... Weil wir nicht, aus dem Wasser konnten, genau. So heißt das. Okay. Nein, da nicht. So nicht, aber so. Link bleibt erstmal zurück. Jawohl. Oh, okay, wie machen wir... Ah, ich verstehe schon. Nein! Ich wollte eigentlich vorher absteigen und mich im Wasser verstecken. So. Aber das hat ja mal wieder toll geklappt, ne? Okay. Ja, gut. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen Backtracking hier, aber... in dem kleinen Stil ist es ja nicht schlimm. So. Nein. So. Gut. Nehmen wir den mal gleich mit. Gut, nach oben. Ah, hier ist wieder einiges vereist. Warum muss das kalt sein, ey? Alles so eisig. Gut. So. So viele Wege. Hui, da haben wir was zu tun, glaube ich. Okay, dich mal erstmal. Das ist wahrscheinlich ein Schalter, der, wo man was draufschieben muss, oder? Ja. Okay, ja, das ist einfach. Erstmal wirst du gekillt. Oder auch nicht. Boah. Dich müssen wir nach unten schieben, ja. Naja, stimmt schon zu. Ich war gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, ja, einfach so rüber. Komm schon, Link. Ja, an die eisige. Geht's hier unten noch weiter nicht? Ja, und diese komische Steuerung hier, die dann so rumschmiert, muss man sich erstmal gewöhnen. Gut, hier oben, da brauchen wir wieder was zum Feuern. Oh, aber ein Schatztruhe. Nein! Ah, Mist. Ich wollte ausweichen, aber naja, es hat ja toll geklappt, wie ihr sehen könnt. Gut, aber jetzt hat. Okay, wir haben schon bald wieder Geld voll. So. Gut, aber wir haben ja noch viel Platz. Gut. Ich weiß gar nicht, wie groß der Dungeon ist. Also, naja, ich weiß schon, wie groß der Dungeon ist. Ach so, okay, das sind die beiden Haupt. Der dritte Stock ist nur ein Raum, okay. Dürfen wir nicht vergessen, falls da irgendwas... Falls das eher ein Secret ist. Gut, ist das eine Sackgasse oder... Kommen wir nämlich fast zuvor? Halt, links rum, Link. Ja, nein, das schaut auch gut aus. So. Schön auf uns warten, Seerosenblatt. Link, wo bist du? Bist du noch da? Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Sei vorsichtig. Oh. Sagte er und dann stürzten wir in die Schlucht. Naja. Oh, okay, das könnte schmerzhaft noch werden, aber ja, wir sind schon wieder draußen. So. Ihr Schnecken, seid ihr inzwischen mit einem Schlag hinüber? Zum Glück. Oh, da seid ihr wieder. Schöne neue Gegner hier. Nein, oh, oh. Von wegen schön. Okay, so. Mir fällt ein, ich kann ja auch mal mehr Items benutzen. Kann ich die auch so von vorne? Natürlich nicht. Aber den Boomerang, oder? So. Jawohl, da ist es doch gleich viel einfacher mit. Okay, damit hätten wir schon den Porter zum Eingang geschaffen. Sind wieder hier. Ah, gut. Das heißt, wir haben schon mal die erste Hälfte des Dungeons geschafft. So. Und auf damit. Ich würde wahrscheinlich erstmal noch nicht auftauen, oder? No. Ah, aber hier öffnet sich der Weg, okay. Aber wir haben doch so noch nicht mal alles unten erkundet.
Oh, Tageslicht. Wenn wir andere Seite auch öffnen, können wir das Eis, das das Element verbirgt, schmelzen. Gut, na, gehen wir erstmal da lang, aber wir haben unten noch einige Räume, die noch nicht aufgedeckt sind. Truhe, immer cool. Ich tippe auf Glücksfragment. Jawohl. So. Oh, okay. Hier muss man aufpassen. Ah, das ist ein... Ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich lähmen, damit ich genug... damit ich hier schön in Ruhe außen rum kann, aber... Kann man anscheinend auch als gute, Waffe nehmen, um Schaden zu machen. Ja, okay, das sind ja so Lowy-Gegner. So. Wow. Vorsicht, Link. Rein da. Nein, nein, nein. Autsch. Gut, aber wir sind einigermaßen gut durchgekommen. Und haben sogar den richtigen Weg durch Zufall. Cool. Gut, ich brauche mal einen Schlüssel und einen Enteiser. Da unten ist wahrscheinlich wieder ein Schieberätsel, oder? Doch nicht. Noch nicht wahrscheinlich. So, okay. Da mache ich wahrscheinlich nur die Luke über mir immer zu. Oder auch nicht. Dann machen wir doch mal unten auf. Ach nein, nein, nein. Jetzt. Wir müssen natürlich hier zumachen. Hier erstmal zumachen, um dann an die obere, um an den oberen Schalter zu kommen. Genau. Ach ja, ich stelle mich schon wieder an. Aber es geht. In dem Part geht's. So. Und jetzt, ja, dann hätten wir die Truhe offen. Aber das sieht mir stark nach einem Schlüssel aus. Nicht nach einem Item. Oder sonstigen. Ach, da fällt mir gerade auf. Ist das jetzt hier... Das ist doch der letzte... Ah, okay. Cool. Dann hätten wir damit schon die unterste Etage. So. Untergeschoss 3 abgeschlossen. Fehlen nur noch 2. Wie wär's mit dem Herz? Nein. Langsam habe ich doch schon einige aufs Mal bekommen. Aber wir schlagen uns gut. So. Da sieht so aus, als würden wir jetzt das Item bekommen... Ja, das sieht doch mal so aus. Okay, wollen... Bewegt sich die Wand jetzt von rechts? Kommt mir fast davor. Na gut, besiegeln wir unser Schicksal. Ja, die Wände bewegen sich in der Mitte, oder? Das sieht doch voll so aus. Oh, ah. Gegner Recycling, aha. Nee, aber so, es ist schon cool, mal einen alten Bossgegner als Zwischengegner. Das kann man schon mal bringen, solange es nicht zu oft kommt. Hallo, mein Freund. Oh, okay, diesmal mit Elektroschocks. Gut, doch nicht so toll. Aber, oh. Huch, wie sollen wir dem Schaden machen? Au, jetzt hat. Er muss also erst springen, damit wir ihn was absaugen können. Und ich krieg hier ganz schön Werbe aufs Maul. So. Ja, da fällt er um. So. Jetzt machst du erstmal wieder einen auf elektrisch, oder? Aber uns erwischst du nicht. Gut. Entelektrisier dich mal wieder. Freundchen. So. Gut. Damit hätten wir ihn fast schon. Naja, dreimal müssen wir es schon mindestens machen. So, drücken, drücken, drücken. Und? Ist er down? Naja, gerade sage ich dreimal mindestens und... nee. Ich denke mal, beim dritten Mal müssen wir ihn kriegen. So. Nein, du erwischt uns nicht. So, wieder nach rechts. Ah, okay, da waren wir zu langsam. Ich hoffe nur, er tut seinen Fuß nicht wieder vergrößern. Aber das macht er, glaube ich, wenn er springt. Aber, ja, er ist nicht gesprungen. Sehr gut. So. Und da geht er down. Gut, da bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Item bekommen. Ach ja, schöner Sound. Und es ist die Lampe. Okay, ich habe was Spektakuläres erwartet. Naja,
Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- oder ausschalten. Auch geil. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich was etwas Spektakuläres oder so erwartet, aber... Ja, Lampe ist auch cool. Hatte man ja in Minish Cap Awakening in A Link to the Past hat man die schon von Anfang an gehabt. Naja, auch cool. Hätte fast was Spektakuläres erwartet, aber... Naja, immerhin. Gut, das war's dann für diesen Part hier. Ganz still jetzt hat. Ja, wir haben viel geschafft. Haben jetzt schon einen Großteil des Tempels erkundet. Und, ja, das Dungeon-Item und den Zwischenboss besiegt, das Dungeon-Item bekommen. Ja, da haben wir viel geschafft jetzt hat. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, über Bewertung oder keine Ahnung was, würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos. Bis bald, ciao!